So, jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 18. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschiebung nach Afghanistan. Drucksache 19/4336. Mit dem Antrag Top 25 der Fraktion DIE LINKE betreffend Initiative Schleswig-Holsteins für Afghanistan Abschiebestopp unterstützen. Drucksache 19/4408. Und schließlich dazu der Tagesordnungspunkt 59, der dringliche Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ausreisepflichtige Asylbewerber aus Afghanistan. Die Drucksache 19/4459, vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Wir beginnen mit Herrn Kollege Roth für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 14. Dezember haben wir in den Hessischen Landtag einen Antrag eingebracht, einen dringlichen Antrag eingebracht, der auch am 14. Am späten Nachmittag noch beraten wurde, der sich mit einem Aussetzen der Abschiebung nach Afghanistan beschäftigt hat, so lange, bis die in Absprache mit UNHCR und IOM die aktuelle Sicherheitslage in Afghanistan belegt ist. Die Mehrheit des Hauses hat diesen Antrag abgelehnt. Damit schwer zwar, aber damit können und konnten wir leben. Am selben Abend hat allerdings ein Teil derer, die abgelehnt haben, im Landesvorstand von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eigentlich das gefordert, was wir in unserem Antrag drinstehen hatten. Eigentlich, doch, Sie haben es etwas anders geschrieben. Daraufhin haben wir am Tag danach, am 15.12., jenen Antrag, der eben aufgerufen worden ist, eingebracht als dringlichen Antrag. Der wurde abgelehnt. Die Dringlichkeit wurde für dieses Plenum nicht gesehen. Also ist er heute dran. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Nicht nur, dass jemand, der bei dem Thema am späten Nachmittag rechts abgebogen ist, am Abend das in der Öffentlichkeit korrigieren wollte, indem er noch einmal kurz links aufgeblinkt hat. Das geht angesichts einer so schwerwiegenden Materie wie der Abschiebungen nach Afghanistan überhaupt nicht. Es hat sich noch etwas getan, denn unmittelbar nach unserer letzten Plenarsitzung kam dann die Bewertung des UNHCR. Und ich glaube, die lohnt sich, dass wir die vertieft anschauen. Da ist zur Sicherheitslage in Afghanistan ein einziges Wort genannt. Und das klingt so wohl. Volatil heißt es dort. Aber das sagt, ich kannte nur eine Übersetzung bisher, die hieß flüchtig. Aber es gibt offensichtlich ein paar mehr, die ich dazu gefunden habe. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist veränderlich, beweglich, flüchtig, dampfförmig, unbeständig, sprunghaft. In dieses Land können wir nicht einfach Menschen abschieben. Das geht nicht. Konkret sagt UNHCR, dass sich nach dem letzten Bericht im April 2016 die Situation, die Sicherheitslage noch einmal deutlich verschärft hat. Es werden bewaffnete Konflikte angeführt. Sie haben sie im Jahr 2016 ausgebreitet. Es gibt in der ersten Jahreshälfte 2016 1.600 zivile Tote
und 3.500 verletzte Zivilpersonen. In Afghanistan selbst sind mehr als 530.000 Menschen derzeit auf der Flucht, nicht weil sie irgendwo nicht mehr ausgehalten haben, sondern weil sie vertrieben worden sind. Aus diesem Grund hat der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, und zwar aufgrund der Erfahrung des UNHCR-Berichts, von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, mindestens jetzt einmal für 3 Monate Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Damit beschäftigt sich der Antrag der LINKEN, die eigentlich das, was Schleswig-Holstein praktiziert, auch in Hessen einrichten wollen. Deshalb, um das vorweg zu sagen, diesem Antrag, wir haben da keinen mehr nachgeschoben, dem werden wir unsererseits zustimmen. Der nachgelegte, den Satz darf ich noch sagen, der nachgelegte Antrag, dringlicher Antrag der Koalition, der am Nachmittag eingegangen ist, der hebt einzig und allein auf einen Punkt ab, nämlich der Einzelfallprüfungen. Das ist ja richtig und ist wichtig, die Einzelfälle zu prüfen. Aber wenn die Gesamtlage in Afghanistan so ist, wie die, die Sie regelmäßig einschätzen, dann verbietet sich das, in der Einzelfallentscheidung zu praktizieren. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Woche, am Montagabend, startete am Frankfurter Flughafen wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan, diesmal die zweite. Wieder wurden 26 Menschen in ein Land abgeschoben, von dem jeder weiß, dass es dort nirgendwo sicher ist. Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl, hat diesen Abschiebeflug als Tabubruch bezeichnet. Es ist ein Tabubruch, meine Damen und Herren, weil es Unrecht ist, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben. Abschiebungen in ein Kriegsgebiet verstoßen immer gegen das Völkerrecht. Außerdem verstoßen sie gegen unsere Rechtsordnung, die von uns unterzeichneten Konventionen zum Schutz von Flüchtlingen. Und diese Abschiebeflüge sind auch ein Tabubruch, weil es sich um eine politische Entscheidung handelt, die wider besseres Wissen die Fakten ignoriert. Mehr noch, ein Rechtsbruch wird als Erfolg zelebriert. Die Mehr von den angeblich sicheren Gebieten ist nichts weiter als eine Pseudolegitimation für diese unrechtmäßigen Abschiebungen. Mein Vorredner hat schon auf die UNHCR, also das Flüchtlingswerk, der Hilfswerk der Vereinten Nationen, hingewiesen. Das hat die Situation in Afghanistan noch einmal untersucht. Der aktuelle Lagebericht ist unmissverständlich. Ganz Afghanistan ist von einem bewaffneten Konflikt überzogen. Die Lage hat sich seit April 2016 deutlich verschlechtert. Eine Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Regionen ist nicht möglich. Das UNHCR kommt sogar zu dem Schluss, dass länger zurückliegende Asylentscheidungen im Lichte der aktuellen Entwicklung neu aufgerollt werden müssten. Erstaunlich ist nicht das Ergebnis dieser UNHCR-Untersuchung. Erstaunlich, meine Damen und Herren, ist die Schlussfolgerung des Bundesinnenministers de Maizière in einem Brief vom 9. Januar an seine Länderkollegen. Sieht er sich in seiner Politik bestätigt und fordert eine Intensivierung dieser Abschiebungen. Rückenwind bekommt er leider von den GRÜNEN. Sie zeigen sich nun offen für Abschiebungen nach Afghanistan. Chicago oder Kunduz, wo ist es gefährlicher, spottete der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Wie sich Palmer und Kretschmann aktuell in der Asylpolitik verhalten, ist blanker Hohn.
Mit grüner Politik hat das jedenfalls nichts zu tun. Doch, das kann ich beurteilen. Man kann doch Programme lesen, oder? Man kann doch Aussagen und Veränderungen feststellen, und die stellt man da fest. Meine Damen und Herren, zu den Abgeschobenen gehören Menschen, die teilweise seit Jahren in Deutschland lebten, die Arbeit hatten und eine Familie. Es erreicht uns diese Woche z.B. ein Brief der Schülervertretung der Philipp-Holzmann-Schule aus Frankfurt. Die Schülerin Sadaf Amiri und ihre Familie sind aktuell von Abschiebung bedroht. Anfang des Monats wurden die Asylanträge abgelehnt. Sadaf Amiri ist Auszubildende bei der Deutschen Bahn und Schülerin der Berufsschule. Sadafs Bruder Issa wurde von den Taliban entführt und gefoltert. Die Familie verließ deshalb Kabul und suchte Schutz in Deutschland. Nun soll sie binnen weniger Tage zurückgeschoben werden. Die Schülervertretung hat sich mit der Familie solidarisiert und wendet sich gegen die drohende Abschiebung. Ich finde es wunderbar, dass diese Schülerinnen und Schüler menschlich reagieren und ihre Mitschülerin verteidigen. Genau das brauchen wir nämlich jetzt. Ein Kontrastprogramm zur Politik des Innenministers, ein Kontrastprogramm der Solidarität. Denn das Bundesinnenministerium behauptet, dass primär Straftäter oder alleinstehende Männer abgeschoben werden. So soll offensichtlich die Hemmschwelle für die Abschiebungen gesenkt werden. Aber auch für Straftäter würde ja gelten, sie dürfen nicht in ein Kriegsgebiet und in den Tod geschoben werden. Meine Damen und Herren, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Dieser Satz aus Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist kein veraltetes Relikt deutscher Nachkriegsgeschichte. Es ist weiterhin geltendes Recht. Wer Menschen nach Afghanistan abschiebt, missachtet das Grundgesetz. Er setzt Menschen bewusst einer Lebensgefahr aus, um im Wahljahr 2017 Handlungsfähigkeit in der Asylpolitik zu demonstrieren. In Afghanistan herrscht Krieg, meine Damen und Herren, und deswegen fordern wir den Abschiebestopp. In Hessen der Initiative Schleswig-Holsteins. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Frau Abg. Wallmann für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Fortsetzung der Debatte, die wir bereits im Dezember-Plenum miteinander geführt haben, diskutieren wir heute erneut über das Thema Abschiebung nach Afghanistan. Das können Sie ja machen. Es bleibt aber dabei, und das lasse ich mir auch von Ihnen nicht absprechen, Abschiebungen sind immer ein hochemotionales Thema und auch immer Frau Kollegin, wenn Sie das etwas mehr runterfahren, dann kommen Sie besser mit Ihrer Stimme an die Mikrofone heran. Ja, da gibt es einen Knopf zum Runterfahren. Fahren Sie doch das Mikrofon runter. Runter? Nein. Das liegt daran. Ich unterbreche kurz, bitte einen Bediensteten an das Rednerpult zu kommen. Ja, ich will doch erst einmal das runterfahren. Mal gucken. Hier rechts gibt es auch einen. Runter zu, Herr Kollege. Runter zu. Immer weiter runter. Immer weiter runter. So, gut, danke schön. Jetzt wird Hessens. Okay. Meine Damen und Herren, der zweite Teil vom Hören heißt Ruhe halten. Danke schön. Und wir befinden uns bei dem Thema auch immer in einem Spannungsfeld. Und Menschen, die keinen Schutzgrund zugesprochen bekommen, müssen Deutschland wieder verlassen. Dies möglichst, darauf setzen wir ja auch, im Wege der freiwilligen Ausreise. Wer dieser Ausreisepflicht nicht nachkommt, muss damit rechnen. Und das ist eben auch letztendlich auch Aufgabe des Rechtsstaates, dass die Ausreise
im Rahmen einer Abschiebung durchgesetzt wird. Die Position der CDU-Fraktion ist in dieser Frage klar. Ich habe sie im Dezemberplenum auch sehr deutlich formuliert und will mich heute auch noch einmal wiederholen. Wir halten die geltende Rechtslage, dass abgelehnte Asylbewerber unser Land wieder verlassen müssen, für richtig und für notwendig, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir im vergangenen Jahr in einem besonderen Akt der Humanität und Hilfsbereitschaft über 80.000 Menschen in unserem Land aufgenommen haben. Wir müssen eben darauf achten, dass wir unsere Gesellschaft nicht überfordern, sondern wir eben die Gesellschaft zusammenhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir funktionierende Regeln haben, die eben auch dafür sorgen, dass Menschen, die nicht hierbleiben können, wieder in ihr Heimatland zurückkehren können. Konkret zu den Zahlen, Herr von Ooyen, lassen Sie mich doch bitte auch mal jetzt ausreden. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland knapp 128.000 Asylanträge von afghanischen Staatsangehörigen gestellt. Bei den 68.000 Anträgen, die beschieden worden sind, gab es eine Schutzquote von 55,8 %. Das bedeutet, dass nach Syrien und dem Irak der Afghanistan also an der dritten Stelle steht. Und per Stichtag zum 30. September waren rund 12.500 Personen ausreisepflichtig, 904 aus Hessen. Herr van Ooyen, jetzt gehen Sie entweder raus oder wie auch immer. Wenn das Thema Ihnen nicht wichtig genug ist, um zuzuhören, dann lassen Sie es halt. Ich würde gerne einfach die Position der CDU-Fraktion hier auch formulieren. Nein? Ja. Also ich finde, dass ich würde einfach mir wünschen, dass ich bei diesem, wie ich auch finde, sehr wichtigen Thema einfach mal in Ruhe hier sprechen darf. Das wäre einfach, also das fände ich einfach auch fair im Miteinander. Also in jedem Einzelfall findet eine Prüfung statt, ob die betreffende Person im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht, dem Europarecht und natürlich auch dem nationalen Recht zurückgeführt werden kann. Und ob die Risiken der Rückführung, die in § 60 Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes genannte Schwelle zu einer, ich zitiere, erheblichen, konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit überschreiten, wird natürlich auch in jedem Einzelfall überprüft. Und auch die Entscheidung steht natürlich der gerichtlichen Überprüfung offen. Jeder Afghane, der in sein Heimatland zurückkehrt, wird von den lokalen Behörden aufgenommen und dann eben in die Heimatregion zurückgebracht. Die Sicherheitslage, und ich glaube, das ist ja sicher hier auch unstrittig in diesem Haus, ist schwierig. Der Norden des Landes ist wohl besonders auch betroffen, und es existieren aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, nach Einschätzung des Bundes auch sichere Regionen. Der Bund bezieht sich hierbei auf seine Quellen, die er hat. Das ist unter anderem die Bundespolizei, das Auswärtige Amt, die dort vor Ort stationierte Bundeswehr und auch die Nachrichtendienste. Und auch hier wiederhole ich mich, wir haben keinen Grund, staatlichen Institutionen nicht zu trauen. Ich tue mich auf jeden Fall schwer damit. Matthias Wagner hat das in der letzten Debatte auch hier vorgetragen, von Hessen aus die Sicherheitslage zu beurteilen. Das würde ich mir gar nicht anmaßen, steht mir auch gar nicht zu. Und deswegen sollten wir das auch den Behörden überlassen, die dafür zuständig sind. Und das ist nun einmal der Bund. Und es ist nun einmal der Bund und nicht das Land Hessen. Und wir haben die Entscheidungen des Bundes im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenverteilung nun einmal umzusetzen. Und es bestehen hier, das können Sie in unserem Antrag nachlesen, geringe Ermessensspielräume. Dazu gehört beispielsweise das Thema der familiären Bindung, der Gesundheitszustand, individuelle Abschiebehindernisse oder auch das Thema der Berufsausbildung. Und in den Fällen, in denen diese Kriterien im Rahmen der Einzelfallprüfung eben nicht greifen und damit eine Ausreisepflicht besteht, muss dann diese eben auch vollzogen werden. Und hierbei, das finden Sie auch in unserem Antrag, wollen wir uns vorrangig auch Straftäter konzentrieren. Frau Kollegin, und, denken Sie bitte an die Redezeit. Ja, danke, Herr Präsident. Keiner macht es sich in dieser Frage leicht. Ich muss aber gestehen, wenn ich manche Wortbeiträge, auch manche Zwischenrufe heute hier in der Debatte erlebe, und Frau Faulhaber hat eben, ich habe mir das hier kurz mitgeschrieben, formuliert, Missachtung des Grundgesetzes, dann finde ich, dass es sich aber manche hier wirklich auch zu leicht machen. Denn Sie suggerieren. Kommen Sie jetzt bitte zum Ende. Denn Sie suggerieren, Gesetze seien nur nach der persönlichen politischen
Einschätzung einzuhalten oder umzusetzen. Und das ist nicht das Wesen des Rechtsstaates. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Jetzt geht's. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zur Klarstellung des Antrags der Linkspartei. Nach Auskunft des Leiters des Innenministerbüros Schleswig-Holstein gibt es keinen Abschiebestopp in Schleswig-Holstein, und zwar von 25. Januar 10 Uhr. Das heißt, Ihre Information, dass es dort einen Abschiebestopp gibt, ist falsch. Der dortige Leiter sagt, der Innenminister sagt folgende Äußerung hierzu. Er erwäge, für den Februar darüber nachzudenken, Abschiebungen auszusetzen. Ausgenommen von dieser Anordnung wären Personen, bei denen eine vollziehbare Abschiebeanordnung nach § 58 Aufenthaltsgesetz erlassen worden ist. Dazu gehören auch Menschen, die in dem Bundesgebiet Straftaten begangen haben. Vulgo, grob gesagt, bei beiden dieser Paragraphen ausgenommen werden würden sowieso auch Straftäter und islamistische Gefährder. Also zunächst einmal ist also Ihre Kernaussage falsch. Punkt. Das ist einfach falsch. Und man sollte auch nicht so tun, als ob der Innenminister von Schleswig-Holstein etwas tun könnte, was er nämlich rechtmäßig nicht kann. Deswegen komme ich zu dem Punkt. Was ist die Situation? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Landtag und alle, die wir hier stehen oder sitzen, müssen doch feststellen, dass die Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan und damit die Grundlage für Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flucht in die alleinige Kompetenz des Bundes fällt. Den Ländern obliegt es dagegen, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenverteilung diese Entscheidungen umzusetzen. Und jetzt komme ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich so ich noch einmal etwas sagen möchte von Ihnen, von der SPD und Hans Ewald Roth. Ich schätze Sie ja sehr. Aber dass die Bundesregierung, die Sie als SPD und CDU gemeinsam stellen, dass Sie, die den Bundesaußenminister stellt, Sozialdemokrat Walter Steinmeier, und da möchte ich Ihnen noch etwas dazu sagen, was ist denn die Situation auf Bundesebene? Der Auftrag an das Auswärtige Amt ist folgende. Das Auswärtige Amt erstellt Lageberichte in Erfüllung seiner Pflicht zur Rechts- und Amtshilfe. Das Auswärtige Amt erstellt diese Lageberichte ausschließlich in eigener Verantwortung. Wenn ein Außenminister wie Frank-Walter Steinmeier solche Lageberichte erstellt, auf Grundlage dessen der Bundesinnenminister solche Erlasse macht, dann sind Sie in der Mitverantwortung auf Bundesebene, und es verbietet sich, solche Anträge hier zu stellen und den GRÜNEN die Vorwürfe dafür zu machen. Das ist unfassbar. Sie haben in der Bundesregierung alle Möglichkeiten. Sie haben mit Ihnen rede ich doch gar nicht, zu Ihnen komme ich schon noch. Die Linkspartei behauptet etwas, was nicht stimmt. Haltet doch einmal die Luft an. Bei der SPD halte ich es für einen unglaublichen Zustand, dass Sie den Bundesaußenminister stellen, den stellvertretenden Parteivorsitzenden stellen, dass Sie dort es nicht schaffen, dass die Sicherheitslage so eingeschätzt wird, dass die Bundesländer überhaupt nicht abschieben müssen. Die CDU stellt aber hier in diesem Raum keine Anträge, die bigott sind, wie Sie das hier tun. Eine Partei wie Sie den Anspruch erhebt, einen Bundeskanzler zu stellen, wenn Sie dabei noch in dem engeren Führungszirkel sitzen wie Schäfer-Gümbel, wenn Sie den Außenminister stellen, der alle Möglichkeiten hat, diese Sicherheitslageberichte so zu organisieren, dass es dem Bundesinnenminister nicht mehr möglich ist, noch weitere Zweifel daran zu hegen, dann frage ich Sie allen Ernstes, wieso Sie sich im Hessischen Landtag hinstellen und auf die GRÜNEN deuten. Das ist absurd, meine sehr verehrten Damen und Herren. So.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den landespolitischen Ermessensspielräumen. Wir machen doch da gar keinen Hehl daraus, dass wir große Zweifel haben. Das geht auch an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Das wissen Sie auch. Unsere Auffassung ist dort eine andere. Wir sind der Meinung, dass die Sicherheitslage in Afghanistan überprüft werden muss erneut. Wir haben auch die Berichte vom UNHCR gelesen, die im hohen Maße zur Beunruhigung beitragen müssen. Die sagen in mehrfacher Hinsicht, dass die Situation sich verschlechtert hat. Sie sagen aber auch, dass es jedes Fall einer Einzelfallprüfung bedarf. Dieses Wort kommt dreimal vor. Ich kann es Ihnen zitieren. Ich habe den Bericht hier liegen. Dreimal auf einer Seite muss es eine individuelle Einzelfallprüfung geben. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was wir Hessen machen werden. Wir haben nämlich in den landespolitischen Ermessensspielräumen die Prüfung individueller Abschiebehemmnisse, wie sie im Aufenthaltsgesetz beispielsweise aufgrund der familiären Situation, des Gesundheitszustandes, der Dauer des Aufenthaltes, bereits erbrachter Integrationsleistung oder einer Berufsausbildung vorgesehen sind. Das kann das Land tun. Das wird das Land tun. Wir werden intensiv prüfen, das gibt auch unser Antrag wieder, dass wir die Spielräume haben, landespolitisch, dass wir die, soweit es geht, ausnutzen. Aber wir werden auch Ross und Reiter benennen. Es ist das Problem der Bundesregierung, dass wir hier ausbaden müssen. Und das ist die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Wort hat Herr Abg. Greilich für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Abschiebungen sind ein Thema, und das haben wir im Dezember zuletzt hier diskutiert, wo keiner mit Freude sagt, das ist eine tolle Sache, wenn wir mal ein paar Leute abschieben können. Es wird sich jeder sehr genau überlegen, wie er mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe, mit dieser verantwortungsvollen Frage umzugehen hat. Aber eines steht auch fest, und da sollten wir uns gar nichts vormachen. Abschiebungen müssen in der Situation, die wir haben, erleichtert und beschleunigt werden, um den Schutz für tatsächlich verfolgte und gefährdete Menschen dauerhaft zu sichern und um die Akzeptanz unserer Bürger, unserer Bevölkerung in Deutschland nicht zu gefährden. Und nun ist Afghanistan ein besonderes, ein schwieriges Thema. Deswegen hat Herr Kollege Roth das auch hier angesprochen für die Sozialdemokraten. Und Afghanistan, da sind wir uns wahrscheinlich einig, zählt nicht zu den sichersten Ländern der Welt. Die Frage ist, die sich daraus ergibt, ob man deswegen keine Abschiebungen nach Afghanistan vornehmen darf. Und da muss ich sagen, Herr Kollege Roth, wundert mich etwas die Position der hessischen SPD. Wenn ich auf der anderen Seite mal schaue, was die SPD z.B. im Bundestag ausdrücklich dazu vertritt. Vor fünf Wochen hat der SPD-Abgeordnete Nils Annen im Deutschen Bundestag am 15. Dezember, als es um die Verlängerung des Afghanistan-Mandates gesagt, ich zitiere das einmal wörtlich, man kann zur Sicherheit in Afghanistan keine pauschale Aussage treffen. Ich kenne übrigens auch kein Gerichtsurteil, das zu einem solchen Ergebnis kommt. Ich glaube, trotzdem ist es richtig, dass es, wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, grundsätzlich die Möglichkeit gibt, Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, zurückzuschicken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da hat Herr Annen recht. Und mit der Einschränkung durch das Wort grundsätzlich hat er verbunden den Appell, dass jeder Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden müsse. Auch da sind wir uns völlig einig mit Herrn Annen, dem sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten, der für seine Fraktion gesprochen hat. Und ich muss sagen, SPD und CDU haben dann auf der Grundlage dieser Argumentation gemeinsam im Deutschen Bundestag die Fortsetzung des Einsatzes in Afghanistan definiert und den verbundenen Auftrag erteilt, die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu befähigen, ihrer Sicherheitsverantwortung nachzukommen. Meine Damen und Herren, falls dieses Land Afghanistan so unsicher wäre, dass wir keinen einzigen Menschen dort den Menschen aus Afghanistan selbst nicht zumuten könnten, dort zu leben, wie wollen wir es dann verantworten, über oder knapp 1.000 deutsche Soldaten dorthin zu schicken und in die Gefahr zu bringen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere von der Sozialdemokratie, was die LINKEN dazu sagen, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Aber meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie,
Denken Sie einmal darüber nach, warum Ihr Bundesaußenminister, unser wahrscheinlich künftiger Bundespräsident, seine Lageeinschätzungen so abgibt, dass nach Recht und Gesetz Abschiebungen nach Afghanistan nach grundsätzlicher Prüfung des Einzelfalles möglich sind. Nun können Sie, und der Einwand ist erwartbar, deswegen habe ich mir auch den UNHCR-Bericht einmal genauer angeschaut, der übrigens nicht aus dem Januar 2017 stammt, sondern den es schon im Dezember gab, als wir das letzte Mal hier debattiert haben zu der Frage. Und dort steht genau das drin, da muss ich Herrn Kollegen Bocklet einmal recht geben, was er hier zitiert hat. Dort steht drin, dass das gesamte Staatsgebiet Afghanistans von einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt betroffen ist. Das wissen wir alle. Aber es heißt dann auch, dass das Abschiebungen nicht grundsätzlich, nicht schlechterdings ausschließt. Die Bundesregierung hat dazu klare Ausführungen gemacht. Und auch ich stelle außer Frage, Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Das ist anders als bei den Maghreb-Staaten, über die wir uns heute früh unterhalten haben. Deswegen brauchen wir hier auch die entsprechende Einzelfallprüfung, und die wird vorgenommen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, will das abschließend sagen, der Antrag der Koalition zu diesem Punkt findet unsere Zustimmung. Der ist im Wesentlichen nichts anderes als das, was wir im Dezember hier schon einmal gemeinsam beschlossen haben. Allerdings ist das auch Anlass noch zu einer abschließenden Bemerkung. Wir hatten ja das erstaunliche Ergebnis, dass wir hier diesen Beschluss gefasst haben mit einer Mehrheit aus CDU, Grünen, Freien Demokraten, und dass wir dann kurz danach in der Zeitung lesen durften, dass Herr Klose sich hinstellt und erklärt, das ist alles nicht in Ordnung. Ich meine, den Eiertanz habe ich durchaus verstanden. Man hat gesagt, na ja, in Hessen machen wir das alles anders. Das sind alles die aus dem Bund. Aber der Innenminister wird bestätigen, das, was das Land hier macht, ist Auftrag, ist Umsetzung dessen, was Bundesgesetzgebung ist. Aber die Abschiebung im Vollzug ist ausschließlich Ländersache. Und es ist ausschließlich diese Landesregierung, die richtigerweise hier nach Gesetz handelt. Das ist die letzte Bewertung, die ich dazu zu machen habe. Das Land hat es zu vollziehen. Die Kritik von Herrn Klose ist damit die Kritik an der Landesregierung. Und Herr Bocklet, wenn etwas bigott ist, dann ist es das. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Land Hessen hat in den vergangenen Monaten mit der Aufnahme vieler Hunderttausend Schutzsuchender wirklich Großartiges geleistet. Wir haben im Rahmen eines gerechten und rechtsstaatlichen Asylverfahrens, das selbstverständlich dazugehört, denjenigen Schutz zu geben, die einen Anspruch auf Asyl oder auf andere Fluchtgründe in unserem Land haben. Wir werden sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit damit haben, diejenigen, die zu uns gekommen sind und ein Bleiberecht hier haben, in unserem Land zu integrieren, sie in unsere Gesellschaft hier aufzunehmen. Das wird sehr viel Zeit und das wird sehr viel Mühe kosten. Die Gegenseite dieser Medaille ist die, dass wir die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür hochhalten müssen, dass wir für diejenigen, die ein Bleiberecht in unserer Gesellschaft haben werden, dass wir diejenigen, die kein Bleiberecht haben, dass wir die in ihre Heimatländer wieder zurückführen. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das dient am Ende auch dem gesellschaftlichen Frieden in unserer Gesellschaft. Insofern stehen Rückführungen abgelehnter Asylbewerber eben im direkten Zusammenhang mit der Schutzgewährung von Verfolgten. Die Bürger unseres Landes, aber auch Personen, die hier tatsächlich ein Recht auf Asyl zuerkannt bekommen, erwarten von der vollziehenden Gewalt zu Recht eine differenzierte Behandlung. Der Spielraum der Bundesländer ist hier aufgrund der wesentlichen Zuständigkeiten, das ist hier schon erörtert worden, des BAMFes begrenzt. Die Behauptung,
dass es in Afghanistan zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine sicheren Regionen gibt, in die Menschen abgeschoben werden könnten, entspricht nicht, das ist diskutiert worden, der aktuellen Bewertung der Bundesregierung, einer Bundesregierung, der neben der CDU auch die Sozialdemokratische Partei angehört. Und dieser Bewertung der Bundesregierung schließe ich mich auch ausdrücklich an. Wie Ihnen vermutlich bereits bekannt ist, ist unsere geltende Beschlusslage in der Innenministerkonferenz, dass die Sicherheitslage in Afghanistan in einigen Regionen eine Rückkehr ausreisepflichtiger afghanischer Staatsangehöriger grundsätzlich erlaubt und dass Rückführungen in diese sicheren Regionen Afghanistans möglich sind, wenn nicht im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dagegen sprechen. Das ist die Beschlusslage der Innenministerkonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Gott sei es geklagt, aber die Mehrheit der Innenminister in Deutschland sind Angehörige ihrer Partei. Das will ich noch einmal deutlich machen. Es gibt Provinzen und Distrikte, in denen die Lage vergleichsweise sicher und stabil ist. Die afghanischen Sicherheitskräfte sind weiterhin in der Lage, in den meisten urbanen Zentren, darunter fallen die Hauptstadt Kabul sowie die Mehrzahl der 33 weiteren Provinzhauptstädte, die Kontrolle auszuüben. Bezogen auf afghanische Staatsangehörige möchte ich betonen, dass auch auf Seiten der afghanischen Regierung der Wille und die Einigkeit darüber bestehen, mehr ausreisepflichtige Staatsangehörige in ihre Heimat aufzunehmen. Wie Sie wissen, hat sich der Bund in einer gemeinsamen Erklärung vom 2. Oktober 2016 mit der afghanischen Regierung auf verlässliche Regeln für die Rückkehr nach Afghanistan geeignet. Beim ersten Sammelabschiebungscharter, und vielleicht sollte man dazu sagen, ein solcher Sammelabschiebungscharter, auch wenn die Begrifflichkeit pauschale Behandlung sozusagen irgendwie insinuiert, ist natürlich am Ende sind dort diejenigen, die dort transportiert werden, die zurückgeführt werden, natürlich alle in einer Einzelfallentscheidung im Einzelnen überprüft worden, sodass die Begrifflichkeit hier vielleicht ein bisschen neben dem eigentlichen Hintergrund liegt. Beim ersten Sammelabschiebecharter nach Afghanistan im Dezember hat die Praxis gezeigt, dass die Einigung, die wir mit der Republik Afghanistan erreicht haben, auch in der konkreten Umsetzung funktioniert hat. Die Ankunft der Rückreisenden verlief problemlos. Neben Mitarbeitern der Deutschen Botschaft, welche die 34 Personen am Flughafen in Kabul in Empfang genommen haben, waren weiterhin Mitarbeiter vom afghanischen Flüchtlingsministerium, von der Internationalen Organisation für Migration sowie einer Nichtregierungsorganisation für psychosoziale Betreuung vor Ort. Sie kümmerten sich um die Betroffenen und stehen auch weiterhin für Fragen im Zusammenhang mit einem Neuaufbau einer Existenz zur Verfügung. Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, bauen wir im Land Hessen insgesamt verstärkt auf freiwillige Rückkehr. Wir investieren Zeit, Mühe und finanzielle Mittel in einen vernünftigen Aufbau einer Rückkehrberatung. Die freiwillige Erfüllung der gesetzlichen Ausreisepflicht funktioniert jedoch nur, wenn diejenigen, die dieser Pflicht nicht freiwillig nachkommen, auch mit einer Abschiebung rechnen müssen. Freiwillige Ausreisen ausreisepflichtiger Personen funktionieren daher nur, wenn auch Abschiebungen stattfinden. Die Bedingungen für diese Abschiebungen haben wir im Antrag 4459 hier noch einmal deutlich niedergelegt, wo im Einzelfall überprüft wird, ob einer tatsächlichen Abschiebung etwas entgegensteht. Ich glaube, bei der Schwierigkeit dieses Vorgangs machen wir hier die Frage der Ausreise ausreisewilliger nach Afghanistan machen wir es so human, wie es irgendwie möglich ist bei einem sehr schwierigen Vorgang. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich kriege noch weitere Wortmeldungen vor. Der nächste Redner ist Herr Kollege Merz. In der Zwischenzeit will ich mitteilen, dass es bei einem Antrag gibt, dass zu 25 Namen nicht nachher abgestimmt wird. Ich nutze Ihre Vorbereitung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will auf ein paar Bemerkungen in der Debatte eingehen. Zunächst einmal auf die Bemerkungen von Kollegen Greilich. Ich bin ganz entspannt. Kollege Greilich, ich habe hier schon oft gesagt, es nutzt
gar nichts, wenn Sie darauf hinweisen, dass bestimmte Menschen in der SPD andere Auffassungen haben als die SPD-Landtagsfraktion. Die SPD-Landtagsfraktion ist der Auffassung, der sie ist. Die unterscheidet sich teilweise diametral, teilweise in Nuancen von anderen Auffassungen, die es in der SPD auch gibt. Aber wir beschäftigen uns hier mit unseren Auffassungen. Zweitens. Der Bericht des UNHCR stammt datiert vom 22. Dezember letzten Jahres, also aus einer Zeit nach unserer Debatte hier im Hessischen Landtag. Dieser Bericht ist der Innenministerkonferenz zugeleitet worden, und es ist meines Wissens nach hat da noch keine Debatte stattgefunden in der Innenministerkonferenz, die zu einer Änderung, aus unserer Sicht einer dringend erforderlichen Änderung der Beschlusslage hätte führen können, außer im Land Schleswig-Holstein. Darauf komme ich nachher noch. Also, darauf kann man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht herausreden. Drittens, Herr Kollege Greilich, die Bemerkungen von Nils Annen im Zusammenhang mit der Frage der Verlängerung des Mandats für Afghanistan, die muss man, glaube ich, ganz anders lesen, als Sie sie lesen. Die Soldaten werden nach Afghanistan geschickt, weil es dort keine Sicherheit gibt. Die Soldaten werden nach Afghanistan geschickt, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass Afghanistan ein sicheres Land ist. Und die Tatsache, dass selbst Soldaten der internationalen Gemeinschaft, der internationalen Staatengemeinschaft dort nicht sicher sind, könnte einem doch zu der logischen Schlussfolgerung bringen, dass Flüchtlinge, die dorthin ohne Waffen, ohne sozusagen große Sicherheitsvorkehrungen hingeschickt werden, dass die vielleicht dann noch viel weniger sicher sind als unsere Soldaten. So, das wäre, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung an der Stelle. Denn wenn es in Afghanistan sicher wäre, bräuchte man dort die Soldaten der internationalen Gemeinschaft und auch die Soldaten der Bundeswehr nicht mehr. So, und jetzt zum Kollegen Bocklet. Also, Es ist ja verständlich, dass wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dass man aggressiv gegenüber denjenigen ist, die man dafür irgendwie verantwortlich macht. Das verstehe ich. Es wird aber kein vernünftiges Argument daraus. So, jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Es ist richtig. Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat angekündigt, dass er erwägt, in dem Brief, den Sie wahrscheinlich haben, hat angekündigt, dass er erwägt, von der Ermächtigung des § 60a Aufenthaltsgesetz Gebrauch zu machen. Und der 60a, und so viel dann auch zu Ihrer Ausrede in dem Antrag, Sie hätten mit all dem gar nichts zu tun. 60a sagt, die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder in bestimmte Staaten für längstens 3 Monate ausgesetzt wird. Das ist der Kern, um den es hier geht. Und das hat der schleswig-holsteinische Innenminister angekündigt. Und dafür hat er gestern in einer Debatte im Schleswig-Holsteinischen Landtag auch eine Mehrheit gefunden aus SPD und GRÜNEN. Wenn wir jetzt schon in andere Länder schauen, dieses eine Mal, und weil von Schleswig-Holstein hier die Rede war. Und jetzt frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, wollen Sie, dass im Lande Hessen von der Ermächtigung des § 60a Aufenthaltsgesetz Gebrauch gemacht wird? Wollen Sie, dass die Sicherheitslage in Afghanistan aufgrund des Berichts des UNHCR vom 22. Dezember letzten Jahres erneut, dass das noch einmal geprüft wird und dann jenseits der Frage der Einzelfallprüfung? Und die Einzelfallprüfung muss bei Abschiebungen in jedem Fall stattfinden. Sie muss nämlich prüfen, ob in der Person des Abzuschiebenden Hindernisse liegen. Das sagt über die Frage der Überprüfung des Ortes, wohin er abgeschoben werden soll, gar nichts. Deswegen ist das alles an der Sache vorbei. Die Frage lautet, ist Afghanistan ein Land zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in das man Leute abschieben kann, nach Auffassung der GRÜNEN, ja oder nein? Und wir haben, und das jetzt noch einmal, wir haben zur Kenntnis genommen am 14. und 5., dass Sie hier gesagt haben, die Einzelfallprüfung ist alles prima, um am Tag darauf zu erklären, mit diesen Einzelfallprüfungen darauf ist gepfiffen und deswegen brauchen wir einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Und das war derselbe Landtagskollege Klose, der hier gegen unseren Antrag gestimmt hat. Ich sage Ihnen was. Das habe ich schon einmal gesagt. Wissen Sie, wenn man,
Wenn man das Brot auf beiden Seiten geschmiert haben will, kriegt man klebrige Finger. Nächste Wortmeldung ist Herr Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, der Kollege Merz hat gefragt, ob die GRÜNEN der Meinung sind, dass nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Ich will Ihnen diese Frage eindeutig beantworten. Nein, wir sind der Meinung, nach Afghanistan sollte nicht abgeschoben werden. Die einzige Stelle, die verhindern kann, dass nach Afghanistan abgeschoben wird, die dauerhaft verhindern kann, dass nach Afghanistan abgeschoben wird. Ja, lassen Sie es mich doch erläutern. Lassen Sie es. Ja, ich will darauf einen Punkt nach dem anderen. Nein, überhaupt nicht. Die das dauerhaft verhindern kann, ist die Bundesregierung. Ist die Bundesregierung. Und die Bundesregierung wird gestellt von CDU und SPD. Und diese Bundesregierung ist zu der Einschätzung gekommen, die ich ausdrücklich falsch finde, dass nach Afghanistan abgeschoben werden darf. Und ich würde uns jetzt allen mal empfehlen, die übliche parteipolitische Debatte hier wegzulassen. Ich bin dem Kollegen Ernst Ewald Roth sehr dankbar, dass er genauso wie wir der Meinung ist, dass nach Afghanistan nicht abgeschoben werden soll. Ich fände es aber fair und redlich, dass er dann auch sagt, dass das nur die Bundesregierung ändern kann, dauerhaft ändern kann, dauerhaft ändern kann. Und ich fände es dann redlich, dass diejenigen, die der Meinung sind, dass die Bundesregierung ihre Auffassung ändern sollte, sich das nicht gegenseitig vorwerfen und sich nicht gegenseitig vorführen. Und ich fände es auch redlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, wenn ich auf Bundesebene mal irgendein Wort von der Sozialdemokratie hören würde, dass sie die Einschätzung ihrer eigenen Bundesregierung falsch fänden. Dieses Wort gibt es bis heute nicht, dass sie das falsch finden. Dieses Wort gibt es bis heute nicht. Dieses Wort gibt es aber, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dieses Wort gibt es von den GRÜNEN, und zwar auf Bundesebene und von den GRÜNEN in allen Ländern, dass wir sagen, die Bundesregierung sollte ihre Auffassung ändern. Von der Sozialdemokratie gibt es das im Hessischen Landtag, das erkenne ich an. Auf Bundesebene gibt es kein einziges Wort von der Sozialdemokratie. Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach, Abschiebung nach Afghanistan zu stoppen. Und jetzt komme ich zu der Frage, wer hat welche Verantwortung? Dauerhaft kann es nur die Bundesregierung ändern. In Landeskompetenz haben wir Ermessensspielräume. Wir haben Ermessensspielräume. Zu diesem Ermessensspielraum gehört ein dreimonatiger Abschiebestopp. Das ist ausdrücklich so. Das ist ausdrücklich so. Von diesem dreimonatigen Abschiebestopp hat bislang kein einziges Land Gebrauch gemacht. Kein einziges Land, auch Schleswig-Holstein, hat von diesem Instrumentarium keinen Gebrauch gemacht. Auch Thüringen, Frau Kollege Faulhaber, die Sie ja hier sehr kraftvoll wieder aufgetreten sind, hat davon nicht Gebrauch gemacht. Auch Brandenburg, wo die Linken regieren,
hat davon nicht Gebrauch gemacht. Auch Berlin, wo die LINKEN mitregieren, hat davon nicht Gebrauch gemacht. Und könnte das vielleicht daran liegen, meine Damen und Herren, dass wir alle wissen, dass ein dreimonatiger Abschiebestopp eben nichts an der Ausreisepflicht von Afghaninnen und Afghanen ändert, sondern dass das nur dauerhaft und grundsätzlich verändert werden kann, wenn die Bundesregierung zu einer anderen Sicherheitseinschätzung kommt? Könnte es an dieser sachlichen Einschätzung von Sozialdemokraten in Verantwortung, von LINKEN in Verantwortung geben, dass man zu diesem Ergebnis kommt, meine Damen und Herren? Und wir haben in Landesverantwortung Ermessensspielräume, ob wir Leuten eine Duldung oder ein Bleiberecht erteilen. Und diese Ermessensspielräume wollen wir nutzen. Darauf haben wir uns verständigt. Das steht in unserem Antrag. Wir stehen zu unserer Verantwortung. Wir stehen zu dem, was wir in Landesverantwortung machen können, um zu verhindern, dass Menschen nach Afghanistan zurückkehren. Aber ich fordere auch die Sozialdemokratie im Bund auf, zu ihrer Verantwortung zu stehen. Denn Sie und nur Sie können gemeinsam mit Ihrem Koalitionspartner auf Bundesebene Abschiebungen nach Afghanistan dauerhaft verändern, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt schauen, was die Verwaltungspraxis und die Anwendungspraxis in allen Bundesländern ist, und zwar auch ist, weil GRÜNE in den Landesregierungen, CDU in Landesregierungen, SPD in Landesregierungen sich dafür eingesetzt haben, werden wir eine Praxis haben, übrigens auch in Schleswig-Holstein, dass auf absehbare Zeit, obwohl die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan für möglich hält, nur Straftäter, nur in Anführungszeichen, nur Straftäter nach Afghanistan zurückgeführt werden, weil die Landesregierungen und auch diese Landesregierung und diese Koalition Ermessensspielräume, die wir auf Landesebene haben, sehr verantwortlich nutzen. Und ich würde mir wünschen, dass die Sozialdemokratie auf Bundesebene und die CDU auf Bundesebene und die CSU auf Bundesebene ihre Verantwortung nutzt und sagt, Abschiebungen nach Afghanistan gehen im Moment nicht, meine Damen und Herren. Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Dezember haben wir ja bereits hier im Landtag über die Sammelabschiebung nach Afghanistan diskutiert. Am 14.12. hat die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan stattgefunden mit 34 Menschen, diese Woche Montag die zweite mit 26 Menschen. Und ich bin nach der Debatte im Dezember bin ich mit einigen anderen Mitgliedern meiner Fraktion zum Flughafen gefahren, um dort gegen die Abschiebung zu demonstrieren. Und am Flughafen habe ich die weinenden Eltern und Freunde getroffen, unter anderem von Samir Narang. Das ist der junge Hindu, 24 Jahre alt, der war 3 Jahre in Deutschland, der abgeschoben wurde im Dezember. Seine Eltern waren am Flughafen, er durfte sich vorher noch von ihnen verabschieden. Samir Narang ist Hindu. Afghanistan ist für niemanden sicher, aber für religiöse Minderheiten wie für die Hindus und die Sikhs ist Afghanistan besonders, ganz besonders gefährlich. Und ich finde, Herr Minister, wenn Sie hier sagen, dass diese Sammelabschiebung reibungslos gelaufen ist, dann will ich Sie einmal darauf hinweisen, dass der junge Mann Samir Narang seit seiner Abschiebung in Kabul sitzt, in einem Hindu-Tempel, den er sich nicht traut zu verlassen, weil er Todesangst hat. Er ist Mutterseelen alleine in Afghanistan. Seine Eltern leben hier. Er hat hier keine Familie. Sie schieben ab in ein Kriegsgebiet. Sie schieben die Menschen ab im Winter in die Obdachlosigkeit. Da kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, ist reibungslos gelaufen, wenn die Menschen dort im Elend leben. Oder reden wir über die junge Sadaf von der Philipp. Ja, warum ist er abgeschoben worden, Herr Reif? Meine Damen und Herren, es hat die Frau Kollewisser das Wort. Oder reden wir doch über die junge Auszubildende Sadaf von der Philipp-Holzmann-Schule in Frankfurt und ihrer Familie. Sie ist jetzt von Abschiebung bedroht. Sie macht hier eine Ausbildung, eine junge Frau und ihre Familie. Und
Ich finde, über diese Menschen müssen wir doch reden und wie wir ihnen helfen können. Und Herr Wagner, Sie haben doch eben selber gesagt in Ihrer Rede, dauerhaft kann nur die Bundesregierung diese Abschiebung verhindern. Dauerhaft. Aber was hindert uns denn daran, heute einen vorläufigen Abschiebestopp zu beschließen? Wir können doch einen vorläufigen Abschiebestopp für 3 Monate beschließen, und in den 3 Monaten machen wir gemeinsam Druck auf die Bundesregierung. Die meisten Bundesländer beteiligen sich doch gar nicht an den Sammelabschiebungen. Bei der ersten Sammelabschiebung waren noch die wenigsten Bundesländer überhaupt dabei. Ja, Hessen war dabei gewesen, unter anderem. Und wir haben doch hier deutlich gehört, dass wir eine Mehrheit im Landtag haben. Die SPD hat deutlich gemacht, dass sie einen Abschiebestopp für Afghanistan für richtig hält und dass sie das auch auf Bundesebene kritisiert. Wir haben doch hier eine Mehrheit für einen Abschiebestopp. Und deswegen lassen Sie uns doch die Mehrheit nutzen. Und deswegen auch mein ganz konkretes Angebot. Lassen Sie uns diese Sitzung hier unterbrechen. Ich verstehe ja, dass Sie unserem Antrag nicht zustimmen möchten. Dann unterbrechen wir die Sitzung, und Sie machen mit Ihrem Koalitionspartner einen Antrag. Oder Sie machen einen eigenen Antrag, weil es geht hier um das Leben und die Unversehrtheit von Menschen. Und die darf man doch nicht der Koalitionsdisziplin opfern, meine Damen und Herren. Wir haben hier eine Mehrheit. Und Herr Bocklet, ich will das noch einmal zurückweisen, dass wir falsche Dinge in unserem Antrag behaupten würden. Der schleswig-holsteinische Innenminister hat gesagt, und zwar hat er den Bericht des UNHCR, wonach das gesamte Staatsgebiet von gewaffneten Konflikten betroffen ist, also nicht sicher ist. Er hat darauf hingewiesen, dass die Sicherheitslage sich dramatisch verschlechtert hat. Und er hat wörtlich gesagt, eine Rückführung in Sicherheit und Würde erscheint kaum möglich, sagte der Innenminister Stutt. Und er sagte, möglich sei ein Erlass, den Erlass eines vorläufigen Abschiebestopps. Und was schreiben wir in unserem Antrag? In unserem Antrag schreiben wir, der Hessische Landtag begrüßt die Initiative des Landes Schleswig-Holstein für einen Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan. Was soll denn daran bitte falsch sein? Diese Initiative ist doch vollkommen richtig, kommt sogar aus einem rot-grünen Bundesland, meine Damen und Herren. Und der Innenminister von Schleswig-Holstein hat doch explizit die Innenminister der anderen Länder aufgefordert, Stellungnahmen ans Bundesinnenministerium abzugeben. Also von daher verstehe ich überhaupt nicht, was Sie uns da eigentlich unterstellen, Herr Bocklet. Und da muss ich jetzt schon sagen, das haben Vorredner schon angesprochen, also Sie stimmen im Dezember in namentlicher Abstimmung als Grüne gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan, und dann gehen Sie hier aus dem Landtag und geben am nächsten Tag eine Presseerklärung raus, dass Sammelabschiebungen nach Afghanistan eine politische Inszenierung zulasten der abgelehnten Asylbewerber ist und dass Sie es falsch finden, nach Afghanistan abzuschieben. Und das ist doch einfach unaufrichtig, meine Damen und Herren. Ja, wir können, ich komme zum Schluss. Ja, wir können das Problem in Hessen nicht dauerhaft lösen. Da haben Sie recht. Aber für die Menschen, um die es geht, denen ist auch geholfen, wenn sie die nächsten 3 Monate, die nächsten 6 Monate in Sicherheit sind, bis man politischen Druck entfalten kann. Dann helfen Sie ihnen doch hier und lassen Sie uns heute einen Abschiebestopp und wenn es nur ein vorläufiger ist, beschließen. Das Wort hat Herr Abg. Greilich für die Fraktion der FDP. Kolleginnen und Kollegen, könnten Sie bitte einmal den Redner zu Wort kommen lassen? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Anscheinend geht es doch noch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es ja richtig, wir sind hier in der parlamentarischen Auseinandersetzung. Wenn wir feststellen, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, dann muss man das auch klar und deutlich formulieren. Das hat Frau Wissler getan, das hat Herr Merz getan, das hat Kollege Roth getan, das hat auch Frau Wallmann getan. Aber was nicht geht, Herr Kollege Wagner, ist das, was Sie hier abgeliefert haben, was Ihre Fraktion hier abliefert. Ich kann nur sagen, das, was Sie hier lautstark vorgetragen haben, das war der Versuch, mit einem Eiertanz darüber hinwegzukommen, dass Sie hier Ihre grüne Seele offensichtlich verkaufen. Nur dieser Eiertanz war so problematisch, dass Sie nur Rührei hinterlassen haben.
Ich will das sehr deutlich sagen, Frau Kollegin Dorn. In Ihrem Antrag, den Sie ja wahrscheinlich dann auch mit uns beschließen werden, da steht drin, zu den landespolitischen Ermessensspielräumen. Zu den landespolitischen Ermessensspielräumen gehört die Prüfung individueller Abschiebehindernisse. Das ist schon der eine Teil, wo der Innenminister es ist, der letztlich entscheidet, wie dieses Ermessen ausgeübt wird. Und das haben wir ja gesehen im Zusammenhang mit der Beteiligung an den Sammelabschiebungen, wie es ausgeübt worden ist. Ich sage ausdrücklich, aus meiner Sicht ist es richtig ausgeübt worden, gar keine Frage. Nur, das ist das eine. Das zweite hat Herr Kollege Wagner angesprochen in seinem Eiertanz. 3 Monate Abschiebestopp. Das ermöglicht in der Tat das Gesetz im Rahmen der Ermessensausübung. Ich halte es richtig, Herr Minister, dass Sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben. Aber das ist doch ein klarer Beweis dafür, dass Sie, Herr Wagner, etwas völlig anderes wollen, dass Sie sich nur damit in der Koalition nicht durchsetzen konnten. Und dazu sage ich ausdrücklich Dank an die Fraktion der Union, dass sie sich in diesem Punkt einmal durchgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass hier nach Recht und Gesetz verfahren wird, und der Minister nicht daran gehindert wird, das Gesetz auch anzuwenden. Meine Bitte in diesem Zusammenhang ist, bleiben Sie standhaft, halten Sie durch, damit wir das auch in Zukunft nicht anders sehen müssen. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr und bitte ein bisschen um Aufmerksamkeit, weil wir dann zu den Abstimmungen kommen am Ende der Debatte. Zunächst der dringliche Antrag der Fraktion der SPD, Tagesordnungspunkt 18, soll in INA oder abgestimmt werden? Abgestimmt werden. Dann lasse ich abstimmen über den Tagesordnungspunkt 18, Drucksache 19/4336. Wer jetzt zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und Abgeordnete Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Zu Tagesordnungspunkt 25, Antrag der Fraktion DIE LINKE, 4408/19, wurde namentliche Abstimmung beantragt. Das heißt, wenn die Schriftführer soweit sind, können wir damit beginnen. Du kannst anfangen. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Beer, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, entschuldigt, Ulrich Kaspar, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Conrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, entschuldigt, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Kremmels, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hammann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein,
Kai Klose? Nein. Eva Kühne-Hörmann? Nein. Gerald Kummer? Nicht da. Ist er da? Nein. Dirk Landau? Nein. Judith Lannert? Nein. Jürgen Lenders? Nein. Angelika Löber? Ja. Frank Lorz? Nein. Heinz Lotz? Ja. Daniel May? Nein. Gerhard Merz? Ja. Markus Meissner? Klaus-Peter Möller, nein. Karin Müller, nein. Regine Müller, nein. Petra Müller-Klepper, nein. Willi van Ooyen, ja. Handan Özgüven, ja. Mürvet Öztürk, ja. Manfred Penz, nein. Lucia Puttrich, nein. Lothar Quanz, nein. Claudia Ravensburg, Clemens Reif, nein. Florian Rentsch, nein. Michael Reul, nein. Boris Rhein, nein. René Rock, nein. Ernst-Ewald Roth, ja. Günther Rudolph, ja. Dr. Thomas Schäfer, nein. Thorsten Schäfer-Gümbel, ja. Hermann Schaus, ja. Norbert Schmidt, ja. Mariana Schott, ja. Armin Schwarz, nein. Uwe Serke, nein. Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, ja. Peter Stephan, nein. Ismail Tippi, nein. Tobias Utter, nein. Joachim Fallmann, nein. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, nein. Thorsten Warnecke, ja. Sabine Waschke, ja. Marius Weiß, nein. Kurt Wiegel, nein. Bettina Wiesmann, nein. Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Hatten alle Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben? Das ist der Fall. Dann ist die Abstimmung geschlossen und wir können aussehen. Unter 6 Stimmen wurden abgegeben, Kolleginnen und Kollegen. 41 haben mit Ja gestimmt, 65 mit Nein. Damit ist der Antrag Tagesordnungspunkt 25 abgelehnt.
Ich komme noch zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 59, Drucksache 19/4459 aus 19, dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer diesem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, Linke und Abgeordnete Öztürk. Damit ist dieser Antrag angenommen. Keine Enthaltungen.